Was geht ab, Leute, und willkommen zu Inside Super League. Nachdem die Türkei am Donnerstag verloren hat, ist damit auch der WM-Traum gestorben. 20 Jahre keine WM. Das könnte eigentlich schon ein Songtitel werden, aber Stefan Kunz hat so ziemlich direkt am ersten Tag nach der Niederlage gegen Portugal bekannt gegeben, dass er und die Militärkommission direkt mit der Vorbereitung für die Nations League und die EM 2024 begonnen haben. Und am Dienstag gibt es schon das erste Testspiel und das gegen keinen geringeren als Roberto Mancini und Italien. Italien hat, wie ihr wisst, gegen Nordmazedonien verloren. Werden Portugal und Nordmazedonien das Finalspiel der WM-Playoffs spielen, spielen die Türkei und Italien lediglich nur ein Freundschaftsspiel. Das wird aber trotzdem ein äußerst interessantes Spiel, Leute. Burak Yılmaz hat seinen Rücktritt bekannt gegeben und befindet sich gar nicht mehr im Camp. Und Salih Özcan wurde nun nachnominiert und trainiert schon ganz fleißig mit den Bres. Ich bin wirklich gespannt, was Stefan Kunz dieses Mal für eine Startelf aufstellen wird. Ich meine, das Spiel ist vielleicht kein Pflichtspiel, aber dennoch geht es um was. Das Spiel ist nämlich in irgendeiner Weise ein Rachespiel für die Türkei. Ihr wisst, bei der letzten EM hatte man sich mit einer schlechten Leistung 3:0 geschlagen gegeben. Damals fand das Spiel in Italien statt. Dieses Mal findet es auf türkischem Boden statt. Ich bin wirklich gespannt, wie sich die Militärkommission schlagen wird. Ich hoffe, wir können eine Leistungssteigerung sehen und ich hoffe, dass es ein spannendes Spiel wird. Wann das Spiel stattfindet, wo das Spiel stattfindet und wo ihr das Spiel angucken könnt, erfahrt ihr in meinem nächsten Video. Und wegen dem 1000 Abonnenten-Special, entspannt euch, bald kommt ein Informationsvideo auch dazu. Lasst ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Ich verabschiede mich somit und sage Ciao und bis zum nächsten Mal.